Schade, ich würde gerne wissen, was da ist. Da ist eine Pin drin, ne? Alter. Komplette Möhre, alles am Wackeln hier. Digga, was bist du für eine Killerziege? Tipp. Ja, Alter. Scheiß Möwe, die kann echt gut animiert ist, Kappa Kepo. So, jetzt aber zack. Nein, schade. Fast hier komplett einmal durchgerusht. So. Zack. So, ist da hinten irgendwas Spannendes? Außer Tickets eigentlich nicht, ne? Ne, super geil. Dann können wir ja weiter. Och, leck mich doch. Adler, warum ziehst du das denn hoch? Da ist nur Leben und Ticket, darauf habe ich jetzt keine Lust. Muss ich hier überhaupt lang? Alter, fliegt doch nicht so kacke. Nehme ich nicht, aber war richtig. Ha, ich wollte nämlich die Filmrolle. Wupp, wupp. Nice. Aber. Reicht das? Ja, das reicht. Nice. Easy. Are you ready to enter the piles? Keine Ahnung, was die Piles sind. Wir sind auf jeden Fall ready to go, würde ich an der Stelle mal sagen. Das sieht ja sehr sympathisch aus. That's a hopper. The simplest form of bitter walks I was telling you about. Thinner can remove their protective shells, but it does no damage. You'll have to clobber them up. An above paint will not make these things have changed. Okay. Also, verdünnen und dann draufhauen. Das kann ich. Kloppe gibt's immer. So, wir gucken uns natürlich aber erstmal ein bisschen um. Nice, Farbe braucht kein Mensch. Zack, nice. So. Zack, aufs Maul. Oh, jetzt habe ich die, glaube ich, wütend gemacht. Oh dear, more of them broke through. Ja, ist kein Thema. Ist kein Ding für einen King. Wie wenn ich sie sehen würde. Alter. Macht ja Schaden. Komm her. Komm her. 1 gegen 1. Ich klatsch dich weg, Aminokol. So. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt hier weitergehen, ne? Yes, wir können. So, bis hier, also die, an den Teil erinnere ich mich noch, als, weil ich den Anfang immer mal wieder gespielt habe. Ich glaube, das Ende habe ich ein bisschen. Ah, das war. Warum springst du, Chris? Das war so klar. Ich sterbe. Einfach weil ich hier mich festbagge. Oh Gott. Wir reden einfach nicht drüber, ne? Anstatt dass ich einfach die ganze Gitarre anmale. Also Detail als Kind erinnere ich mich noch, bis zu Oswald erinnere ich mich noch sehr gut. Danach wird es ein bisschen schwammig, wenn ich ehrlich bin. Weil also Passagen sind mit der Steuerung auf dem Emulator einfach nur tot. Ich wollte gerade sagen, als ob du dadurch nicht festhalten kannst. Richtig creepy, die Dinger. Ich wollte gerade sagen, die werden noch. Oh, kriegt da keinen Schaden. Alter, spring jetzt hier hoch, Alter. Gib mir Leben. Danke. Oh, Leute, guck mal, wir haben sogar direkt volles Leben. Nice. Ui, dicke Dinger. Dicke Dinger.
That's a splat dodge. They tend to sleep and that's a good thing. When awake, they are very excitable and will literally explode when agitated. And believe me, you agitate them. Luckily, they can't move at all. Ich glaube, ich hab's nicht geschafft. Aua. Wie komme ich denn hier lang? Ich kann lang. Ich hab keinen langsam. Okay, Alter. Weißt du was? Mach auf. Mach auf. Wenn die mich hier noch treffen, dann ist aber Ende. Ah, okay. Hallo. Halleluja, okay, das klappt. Ich kann leider nicht hier sneaken, das funktioniert leider nicht. Kannst du den betören? Ah, guck mal. So, sehr schlecht muss ich hier auf jeden Fall. Okay, Farbe hat geradeaus aufgemacht. Verdünner hätte rechts aufgemacht. Ja, du bist freundlich. Keine Ahnung, was Verdünner gemacht hätte. Hier. Alter, hier ist auf jeden Fall ein Loch. Das ist natürlich... Alter, aua. Mein Leben. Nice, danke. Alter, renn, renn. Alter, oh, aber da, ich würde gerade stoppen. Ja, ich komme hier nicht raus. Wie räudig ist das denn? So, wir warten auf jeden Fall. Aber oh, das ist echt geschafft, glaube ich, ne? Stirbkamera. Ah, das wäre stark. Das wäre fast stirb Chris gewesen. Ich hoffe, da kommt jetzt nichts raus. Ich wusste es. Nein, du rollst dich jetzt nicht automatisch da rein, aber hier gibt's Leben. Ha, muss ich doch. Ich glaube, mit Verdünner wäre es sogar actually einfacher gewesen. Ey, du. Ne, jetzt warte ich. Oh, den hätte ich doch geschafft. Den hätte ich noch geschafft. Läuft das? Ah, nein, 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 nein. Bist du? Bist du böse? Nein? Gut. Alter. Safe Crash wird gleich noch zum Mann, Alter. Nice. Geschafft. Da ist auf jeden Fall eine Zeichnung. Da unten ist eine Zeichnung. Oh, Gegner. Ja, das sind aber einfache Gegner. Einfach alles töten. Kann ich die echt töten? Nein, das sieht danach aus. Warum kann ich die betören, aber nicht töten? So, mach ich das jetzt? Ich hole mal kurz vor das Leben und dann hole ich mir das Ding da drüben. Ich kenne aber auch gar nichts, ne? Und zwar mehr schlecht als recht. Zack. Easy. Ich glaube, ich hätte irgendwas irgendwie gescheiter machen können. Alter, wir sind jetzt wirklich ein paar Gegner. Nehmen wir mal kurz. Easy Killer muss machen. Komm her, 1 gegen 1. So, ich hätte auch irgendwie nach da oben gekommen. Da oben ist auch was.
Wollen wir wieder rüber? Gehe ich wieder rüber? Wenn ich irgendwie volles Leben kriegen würde hier, dann würde ich wieder rüber gehen. Ja, guck. Reicht. Ach, guck mal. Oh, wir haben ja die Dinger hier. Wusste ich gar nicht. Hab ich gar nicht gesehen. Und einen noch. Okay, ist okay. Geht besser. Besser wäre natürlich ohne Damage gewesen. So, wie kommen wir denn da hoch? Kann ich mich hier irgendwie draufpacken? Kann ich hier irgendwas... Nein, ist nichts farblich markiert. Kann ich irgendwie das Telefon lassen? Keine Ahnung. Also, was ist der Plan, um da hochzukommen? Wie ist der Plan, um da hochzukommen? Komme ich da auch irgendwie anders hin? Was bist du? Kannst du irgendwas? Kannst du mich porten? Nein. Ja, ich krieg das irgendwie hin, mich da hinzubacken. Ich wusste es. So, sag, komm her. Helf mir irgendwie. Thank you, Mickey. You're right. Gus is best standards, but I made some discoveries before the beta works got me. The telephone over there is hooked into the robotic claws of Ed. Since you freed me, I'll enter the phone number for you. Ja, guck, das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich habe halt keine Ahnung von der Nummer, ne? Na, jetzt kann ich da ganz entspannt rüber. Ich war ja schon drüben. So, komme ich nämlich, kann ich mich auch noch hier hochbacken? Weil ich glaube, das wäre der Weg, den wir gegangen wären, wenn wir den Verdünner am Anfang benutzt haben. Oh, da hat er mich jetzt genutzt. Nein, explodiere nicht so, dass ich getroffen werde. Nice. Aua. Au. Ich glaube, wie gesagt, das ist der Weg, den wir gekommen wären, hätte ich die Verdünner benutzt. Wir gehen, aber wir gucken einfach mal nach. Ah, ja, 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 da wäre ich runtergefallen. Also, da wäre ich dann. Kamera, drehst du dich mal bitte mal wieder zu meinen Gunsten? Okay, Kamera, Kamera für mich ist aus. Ah. Warte. So, Bomben hat der Typ gemacht. Ah, da weiß ich, jetzt bin ich ernsthaft überlegen, welcher Weg. Alter, ist da überhaupt was? Lohnt sich der Weg? Hallo? Eins. Kamera. Lohnt sich der Weg überhaupt oder ist das jetzt hier wirklich einfach nur. Dann hätte ich die Typen befreit und der. Ich glaube, ich mache gerade voll das Backtracking, was eigentlich voll dumm ist, ne? Ja, da war das Tor gewesen. Ja, einfach nur Backtracking gemacht. Ja, ist, ja, an sich nicht. Es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Okay, sterben ist vielleicht schlimmer. Vielleicht, aber nur ein kleines bisschen. So, wo bin ich? Ich bin wieder hier. Alles klar. Dann würde ich sagen, ich mache auf jeden Fall auch nochmal Pause, bevor es jetzt hier weitergeht. Die Gegner sind wieder da. Ich mache kurz einen Abgang. Na, wir gehen weiter, bis der nächste Speicherpunkt kommt, würde ich sagen. Weil anders. Ich krieg irgendwie. Das mit den Jumps muss ich nochmal ein bisschen üben, dass ich viel länger warte, bis ich Doppeljump drücke. Also, ich könnte auch unten lang gehen. Ich weiß nicht, ob ich unten lang muss. Unten lang soll. Ist hier irgendwas? Oh, guck mal. Der Truhe. Nice. Was gibt's denn Schönes aus der Truhe? Oh, ein Goldpin. Achso, ja, da kommt keine Musik, weil Disney Musik, Copyright, mögen die nicht. Nice, und dann geht's hier runter. Ah, okay, das heißt, hier hat sich ja gar nicht so viel verändert, außer dass ich... Ah ja, natürlich wieder... Oh, aber jetzt natürlich habe ich wieder Gegner, ne? Muss ich dran denken. Mehr. So, Nummer 1 kaputt. Mal ein bisschen die Nerven. So. Und Nummer 2.
Also die Animatronics sind da wirklich tilt, Alter. So, du bist bitte einfach nur freundlich. Danke. Du machst weiter, Schlafi, Schlafi. Nice. Da haben wir auch die nächste Reise. Alles ist hier dunkel drin. Guck mal, Mickey ist komplett, wenn ich mich umdrehe, komplett grau-schwarz einfach nur. So, wir gehen natürlich weiter hoch. Okay, also hat es doch gelohnt, die Farbe zu nehmen, anstatt den Verdünner. Ich dachte irgendwie, also, na, wobei, beim Verdünner wirst du halt belohnt am Ende, ne? Wobei, ich habe mich da jetzt einfach hochgebackt. Ich hätte es natürlich auch so geschafft, ne? Ich habe also natürlich auch mir ein bisschen Schwund ist immer. Hoppala. Nein, hör auf, warte auf mich. Ach, Mann, oh. Ja, diese Doppeljump-Mechanik, dass ich... Oh Gott. Alter. Dass wenn du direkt springst, dass du so viel Höhe verlierst, sondern dass du wirklich Tim-Tim machen musst. Kommst du runter? Ah ja. Das ist schon heavy. Also verlierst... Alter. Was willst du? Ich brauche keinen Alkohol, danke. Also noch nicht. Noch ist zu früh dafür. Zack, nice. Ah, voll aufs Fass gesprungen. So, jetzt können wir auch normal weiter. Uiuiui. Danke, lieber Adler, Kappa Kepo. So, du fliegst hoch. Nein, du fliegst runter. Schade. Hoch ist auch viel anstrengender. Ich würde das Seil an deinen Füßen entfernen. Ich glaube, dann hast du es einfacher. Nice. Und wir sind raus. Wir sind jetzt auf Mickey Junk Mountain. Fast in der Spitze. Fast an der Spitze. In der Spitze. An der Spitze. An der Spitze. Ne? So. Oh. Excuse us, we need to go in and see Oswald. Sorry, the door is out of commission. No power, you see? Even if it worked, I can't open that door as long as botlings are about. Get rid of them and I open the door, or you could try to power it yourself, huh? The collector's hut where Gilda left her access upon that ledge, but how do we reach it? Okay, wir kümmern uns dann auf jeden Fall... Oder für euch sehr wahrscheinlich nächste Folge, für mich wieder nächste Aufnahme-Session. Kümmern wir uns dann um den Rest von dem Bums. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.